Ja, Leute, und ein herzlich willkommen hier aus Sakhir, aus Bahrain natürlich. Assalamu alaikum, meine lieben Leute, hier vom Gulf Air Bahrain Grand Prix. An diesem wunderschönen, muckeligen 23,4. Am wunderschönen Grand Prix. Und natürlich, wir sind nach dem letzten Rennen Dritter in der Weltmeisterschaft. Dritter auch in der Ja, uns schön positionieren und unsere Leistung zeigen. Aber jetzt mal die Startaufstellung. Kimi Räikkönen startet nach einem wunderschönen Qualifying auf der Pole Position. Dahinter Vettel, das heißt Ferrari startet 1, dahinter Hamilton, Bottas, Ricciardo, Verstappen, Hülkenberg, Magnussen auf 9, Ocon auf 10, also unser Teamkollege, Grosjean, Sainz, Leclerc, Gasly, Alonso, Van Dorn, Eriksen, Sirotkin und die letzte Startreihe bilden Brandon Hartley und Lance Stroll hier vom wunderschönen Grand Prix. Jo, und natürlich die Strategie schaut aus wie folgt: Wir werden natürlich probieren, mit einer Einstab durchzukommen, viel mehr Benzin mitzunehmen, als wir eigentlich brauchen, weil wir müssen wahrscheinlich pushen ohne Ende und auch uns ja hier verteidigen und so weiter. Ja, und neu heute, wir haben eine Formation Lab, die hier oben steht, und ihr könnt auch gerne mal über das letzte Rennen reden. Und ja, das werden wir auch im Verlauf des Rennens machen, aber hier mal ein schönes Lama, wie man es hier immer anbremsen und dann wieder wegziehen. Und ihr könnt auch gerne unseren Kanal kostenlos abonnieren. Wir sind jetzt schon 57 Leute und ich würde mega freuen, wenn ihr uns ein bisschen supportet. Aber ja, ihr könnt uns auch gerne auf Instagram und so weiter folgen. Links sind alle in der Beschreibung. Schaut euch mal durch. Twitch wird auch bald dabei sein, aber noch nicht jetzt. Also es wird bald kommen. Und ja, es ist die Formation, was soll ich dazu sagen? Es ist aufwärmen und hoffentlich niemanden hinten reinfahren, dass man dann ein bisschen zurückgestellt wird und natürlich kühlen dann die Reifen wieder ab während der Stehzeit. Von beiden. Aber schauen wir uns jetzt mal den Start an, der hoffentlich gut funktioniert. Die Farben sind rot und genau. Wir starten sehr schlecht und boah, so viel Wheelspin, wirklich extrem viel Wheelspin. Wir werden direkt von Hamilton angegriffen und es gibt eine leichte Berührung zwischen uns. Wir verlieren ein Stück von unserem Flügel, halten uns hier zurück und hinter uns auch eine Berührung zwischen Bottas und Räikkönen. Wir probieren hier ein bisschen Windschatten uns dran zu saugen. Und ja, ich meine, sehr spät gebremst der Flügel und hier probiert es Vettel und innen und er reißt uns das nächste Teil runter. Ich weiß nicht. Das schaut natürlich so. Box fahren. Aber schauen wir uns das nochmal ganz, ganz in Ruhe in der Replay an. Hier startet Kimi von der Pole ziemlich schlecht. Vettel paced ihn da schon aus. Also wie eigentlich in der wirklichen Formel 1. Soll euch wieder so einen kleinen Talk heute geben. Aber schauen wir uns jetzt das mal an. Hier, ja, hier kommen wir, das bedeutet natürlich, er muss da ein bisschen Platz lassen, aber hier kracht er voll in Bottas rein. Ja, unser Start war extrem schlecht, wir hatten da kaum Grip und die Ferrari waren eigentlich weg. Und natürlich fährt man da ein bisschen mit Wut im Bauch in die erste Kurve. Und dann passiert, ja, ich meine, ja, würde Vettel da nicht so weit rüber lenken, hätten wir da vielleicht eine Chance gehabt. Aber wird das nichts. Hier haben wir es nochmal, ja, ich raste einfach, aber sie haben auch die Kurve ziemlich zugemacht. Und hier haben wir nochmal von Vettel die Ansicht, wie wir ihn da, ich meine, hat ihn jetzt nicht viel Zeit gekostet, Gott sei Dank nicht Reifenschaden oder so. Aber ich glaube, das gibt es auch nicht in der virtuellen Formel 1. Ja, hier seht ihr das Teil fliegen von Kimis Wagen, ich denke mal, irgend so ein Sideboard oder irgend so ein Zeug. Wir sind noch Erster, also führen jetzt mal den Grand Prix an, aber ich bereite hier schon mal alles vor für den Boxenstopp. Wir holen uns einen neuen Flügel und hier schauen wir, wie wir herauskommen. Der Flügel links fehlt alles. Und man merkt es natürlich, die Traktion ist wesentlich schlechter. Und wir können
uns nicht stark verteidigen. Ja, links fehlt alles. Rechts, ja, fehlt eigentlich so gut wie nichts, aber hier kommen wir weit raus. Und Vettel kassiert uns da innen. Wir sind da extrem langsam. Und ja. Good start. Keep it up. Ja, ich meine. Stimmt. Bottas natürlich, schade, wirklich. Wir gehen in die Box, holen uns natürlich die härteste Revision. Gott sei Dank habe ich die im Training etwas ausprobiert, die weißen. Und unser Pace war nur, ich glaube, 0,9 langsamer als auf den roten. Und das ist natürlich mega. Also, wir sind natürlich letzter, heißt natürlich jetzt mal aufholen, ein bisschen von hinten. Und während es nichts zu überholen gibt, außer hier nochmal ein schöner... Oh mein Gott, hier, die Reifen sind kalt, man... Ja, wie gesagt, Aggression. Und zwar natürlich... Was war das für ein spannendes Rennen? Ich muss sagen, eines der... natürlich, letztes Jahr, das war natürlich eins der Highlights. Aber natürlich gestern wirklich ein voller... Voller Leistung, voller Pech. Andere. Wir fangen mal ganz vorne an mit der Leistung. Was war das für eine Leistung? Fangen wir mal beim Start an. Natürlich Leclerc etwas schlechter gestartet. Vettel hat ihn da direkt kassiert, wurde auch von Bottas noch kassiert. Hat sich dann echt gekämpft. Und dann sogar noch auf den ersten Platz hat Vettel einfach überholt. Und ja, dann ist Vettel ewig Zweiter gewesen. Dann nach dem Boxenstopp eine extrem gute Leistung attackieren konnte. Und ja, Hamilton hat ihn dann sogar. Also ist durch drehende Reifen. Und ja, DS ist jetzt aktiviert. Und der konnte dann. Also, ihm hat es dann weggedreht. Und als Folge von dem Wegdrehen hat er dann Vibrationen und noch den Flügel verloren. Alles in einem. Er wurde nur Fünfter. Und natürlich, jetzt beginnt natürlich das. Ja, das. Ja, das Schlechte oder die schlechte Seite. Leclerc 7. Also, der hätte ihn regulär niemals überholen können. Und dann, ja, funkt er so, meine Power Unit ist hin und ja, er ist, ja, leider auch links, ich ist Hamilton, ach Blödsinn, erst denkt euch jetzt, der pinke Streifen, das bin ich, okay, da links oben, ja, sorry, aber wie gesagt, Gott sei Dank wurde er noch Dritter, weil die aus irgendeiner, ja, aus irgendeinem Grund beide Renault gleichzeitig einfach das Auto abstellten in der ersten Kurve. Wie aus Geisterhand ging bei beiden einfach nichts mehr. Gewinnt also vor Bottas und dahinter Leclerc. In der WM-Führung schaut so aus, dass jetzt Bottas ganz vorne noch immer noch ist, wegen den einen Punkt der schnellsten Runde. Und ja, wir sind Blödsinn. Und dahinter Leclerc auf dem dritten Platz mit dann nicht nur 15, sondern 16 Punkten. Aber trotzdem mega Leistung. Man sieht also auf jeden Fall schon ein Stückchen hier. Dieses Mal auch Vettel angreifen. Also er ist ja von 1 gestartet. Er hat auch bravourös die Pole am Samstag geholt. Also wirklich extrem gute Leistung von den Monegassen. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Und es ist wirklich mega. Also super, Leclerc. Und wir sind hier noch immer noch auf P20 als Hamilton. Habe ich das irgendwann? Ja, ich habe es geändert. Sobald wir die ersten überholen, ändert sich die... der Name auch. Runde 5 also. Und ja, wir sind noch immer noch 20.
was leider nicht so okay ist, aber die weißen Reifen sind extrem gut. Wir holen 3 Sekunden pro Runde auf Hartley auf. Und natürlich auch auf Stroll, die ja schon sehr langsam fahren. Wir fahren da nur noch 2 Kurven hinten. Ja, es ist natürlich schade, ich hätte gerne ein bisschen Action gezeigt und dann verkacke ich den Start so und reiß mir noch den Flügel runter, aber hoffentlich können wir da, ich meine, wir holen ja auch auf den ersten Platzierten auf, wir fahren jetzt gerade lila und vielleicht können wir noch da ein bisschen die Top 5 ärgern. Mehr male ich mir da ehrlich gesagt auch nicht aus. Es ist auch nicht so schlimm jetzt, wenn wir mal nur 5. oder so werden oder 7. 8. Punkte wären auf jeden Fall schön, weil ich habe es eigentlich verschissen und jeder Platz, jeder Punkt ist natürlich zählt und wäre natürlich schön. Und ja, wir fahren auf einen extrem guten Pace trotz der weißen Reifen. Also auch jeder, wenn auch jeder Rennfahrer sagt, die weißen sind wie Steine, also wie Klötze. Ich kann es ehrlich gesagt nicht bestätigen. Das ist ein mega schöner Platz hier zu fahren. Natürlich der Abrieb mega. Wir sind hier in der Wüste. Wir haben noch immer noch 25 Grad. Ich denke mal, der Asphalt hat auch noch ja genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr. Aber natürlich schnellste Rennrunde von uns. Wir fahren eine 1:31.757. Wird natürlich nicht halten, weil das ja nur die Weißen sind. Und der erste war in der Box. Hier haben wir jetzt Lewis Hamilton. Endlich hat sich die Schrift geändert in der 6. Runde. Wir sind hinter dem Hamilton, also hinter Hamilton rausgekommen. Aber wir kommen wunderschön dran im Windschatten. Ihr könnt uns gerne auf ITU auf Facebook folgen. Hier bremsen wir nochmal, warten nochmal auf unsere Chance. Hier haben wir nochmal Hamilton. Und ja, das könnte wirklich was werden. Wenn wir unten DRS bekommen, dann wird es ziemlich knapp, wenn wir uns hier noch dran halten. Und er fährt gelb, wie er weiß, natürlich eine Stufe härter. Aber wir kommen da schön durch die Kurve durch. Hier Kurve 10, die ist wirklich extrem. Dieser Anbremspunkt ist extrem hart und den schon mal zu finden ist. Hier haben wir jetzt Hamilton, wir kommen, schauen mal, wie schön wir hier dran kommen. Leider ein bisschen weit raus, aber dann können wir mehr Schwung mitnehmen für die nächste Kurve hier rauf und hier ein kleiner Lupfer und zack. Ja, vielleicht Start und Ziel hier. Er kommt nämlich nicht weg. Einer blöd, nämlich dass Verstappen nah dran kommt und sehr viele in der Box. Wir haben links unten. Da sind echt viele in der Box, aber wir können uns Hamilton holen. Wenn wir jetzt, ja, wir bekommen DRS und natürlich auch ERS auf Überholen und Windschatten. Wir kommen auf jeden Fall schön dran. Und wir kommen dran und nein, noch nicht ganz. Hier vor uns fährt ein Ferrari. Leichte Berührung, ich überhole ihn von außen. Oh mein Gott, dieses Überholmanöver war wirklich schön. Wir sind jetzt 8. Leute, das ist schon mal eine schöne Leistung. Und im Rennen gab es hier die meisten Überholmanöver, hier in Kurve 4 oder so. Gab es wirklich die meisten Überholmanöver. Ich glaube, das war Kurve 3. Und ja, wir können Kimi auch noch holen und natürlich werden wir dann regulär 4. oder so. Oder jetzt werden wir regulär 4., wenn die anderen vor uns alle in der Box wären. Und das wird natürlich auch diese oder nächste Runde passieren. Alter, wir können wirklich, es ist mega, wir holen auf und die Reifen sind absolut kein Nachteil. Und ja, die Strecke ist richtig zickig. Aber kommen wir nochmal kurz zurück zum Rennen, wie gesagt. Sainz leider wieder ausgefallen, wieder keine Punkte im zweiten Rennen. Genauso natürlich wie Ricardo, weil er der bei Renault fährt. Aber bei Ricardo wurde sowieso alles verschissen, die Strategie richtig kacke. Er ist von 10 gestartet und war dann trotzdem hinter Hülkenberg, der von 17 gestartet ist. Also die Strategie war richtig scheiße von ihm. Machen in Runde 8. Wir und robben uns so leicht schon an Kimi dran. Hier der Abstand, glaube ich, noch 2-3 Sekunden. Hier bergauf, da kann man schon mal schön aufholen. Immer ein bisschen, ja, natürlich eher sparen, weil dann nicht mehr so viel im Speicher drin ist. Aber die Pace ist auf jeden Fall da bei dem Auto. Also die Pace ist nicht das Problem. Ich denke mal, die Aerodynamik und natürlich ein bisschen auch die ein bisschen die Zuverlässigkeit, weil
man kann nicht sagen, gegen die Force India vom letzten Jahr. Heuer sind sie irgendwie ein bisschen weit hinten. Ich glaube, insgesamt nur 3 Punkte geholt. Und ja, heuer haben sie es dann nicht ganz geschafft. Da ist jetzt Renault und ihr auch McLaren mit einem auch guten Ergebnis mit Lando Norris. Ist da ja schon. Norris auf 6 und Sainz hat sogar zwischenzeitlich mal Verstappen angegriffen, was schon mal echt schön ist. Aber dann leider sich nicht. Nein, ich glaube, das war nicht. Doch, war das mit Verstappen, wo er sich einen Reifenschaden zugezogen hat? Ich weiß nicht genau. Aber leider musste er ja, wie gesagt, dann abstellen und hat natürlich keine Chance mehr, Punkte zu holen. Und jetzt hat er noch 0 Punkte leider, obwohl er da sogar mit dem so starken Red Bull gekämpft hat. Wir holen uns die nächste Schnellzeitrennrunde. Wir haben angegriffen. Man merkt, dass die letzten 2 Runden angegriffen. Hier verteidigt sich, boah, und verbremst sich sogar Kimi. Und ich denke mal, in den nächsten 1-2 Kurven ist er dran. Hier ja, leicht abgekürzt. Gott sei Dank gab es keine Zeit oder auch keine Strafe dafür. Wir haben natürlich auch keine Zeit gut gemacht. Also gut für eine Strafe dann. Und hier geht schön vorbei. Wir bremsen schön innen an. Kommt gut aus der Kurve raus. Nimmt viel Schwung mit. Und wir überholen, wir, boah, bla. Hier, nächste Verbremse, wir setzen Kimi richtig unter Druck hier. Nach Kurve 10, wenn die gut ausgeht, könnten wir ihn angreifen mit DRS und natürlich auch mit ES hoch. Wir verbremsen uns ja auch ganz leicht, rutschen hier, aber der Exit war extrem gut. Und wir kommen hier ganz, ganz nah dran an Kimi Räikkönen, aber noch nicht vorbei und noch nicht so nah dran, dass wir ihn da angreifen können. Hier nochmal, vielleicht schaffen wir es nach dieser Kurve einfach an der langen Geraden, aber das wird schwer. Ich denke, wir müssen uns da noch Zeit geben bis zur Start- und Ziellinie, weil natürlich die Ferrari doch etwas schneller sind und die Kurve, also die Gerade nicht so extrem lang ist. Und hier schöner Exit, wirklich extrem gut. Der ist, wir haben auch ein bisschen er ist noch übrig zum Überholen und schauen wir mal, wie nah wir hier dran kommen. Er zieht raus, wir täuschen links an, fahren dann rechts vorbei und was für ein wunderschönes Überholmanöver, wirklich eines der besten, die ich jemals gefahren bin. Und ja, keine Chance für Kimi. Wir sind jetzt P3, Leute. Und das, nachdem wir eigentlich von 3 gestartet sind, da vorne habt ihr es gesehen, circa 5-6 Sekunden vor uns sind schon Vettel und Bottas, die miteinander kämpfen. Und ja, ich mache mir da jetzt nicht gerade die größten Hoffnungen, dass wir da noch aufholen, weil unsere Reifen haben da schon ziemlich drunter gelitten, dass wir hier so einen harten Fight mit Hamilton und auch mit Räikkönen hatten. Ich muss auch dazu sagen, beide waren angeschlagen, weil, okay, Hamilton war nicht angeschlagen, aber Kimi, weil der ja auch schon das mit dem Schlag da bekommen hat beim Start gleich. Aber wir waren ja natürlich auch angeschlagen. Also Runde 10 von, also ja, von 14. Wir sind P3, Leute. Hoffentlich können wir das halten. 12 Punkte wären 18, nein, natürlich 15 Punkte wären optimal. Wir verlieren natürlich 10 Punkte auf Vettel, aber das ist nicht so schlimm. Ich meine, wir fahren ja nicht um die Weltmeisterschaft. Eigentlich schon, aber in erster Linie fahren wir mal um Punkte. Ja, nächste dafür ist Baku. Ich bin zwar Baku noch nie ohne Traktionskontrolle gefahren oder nur mit Mittel, aber trotzdem, Baku ist schon eine geile Strecke, wo ich auch in meiner normalen Karriere immer gute Ziele, also gute Erfolge vermerken konnte. Von 14. Und ja, da ist vorne schon ein leichter Polster von Vettel zu erkennen zu Bottas, also ich denke mal, Bottas hat ein bisschen aufgegeben den Fett und konzentriert sich daher, den zweiten Platz zu behalten und seine 18 Punkte ins Ziel zu schieben. Und ich meine, wir können mehr als zufrieden sein mit den 15 Punkten. Haben auch leider nicht die schnellste Rennung, also es gibt den Punkt sowieso nicht, aber doch, ich glaube, die liegt sogar jetzt bei uns, sorry. Die liegt jetzt zwischenzeitlich bei uns. Ich bin mir natürlich nicht sicher, ob da nochmal wie eine schnelle Runde hinhaut. Aber jetzt hat es mit Verteidigen gegen Kimi, der fährt da extrem schnell und aggressiv. Aber hat natürlich ein paar Probleme, wie wir auch vorher schon gesehen haben. Der
der verbremst sich da einige Male. Ob es der Druck war oder die Probleme, ich bin mir nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall im DRS-Fenster, was es natürlich noch gefährlicher macht. Aber wir dürfen uns nicht da so schlecht reden. Wir sind natürlich auch extrem gut unterwegs. Wir fahren da echt schöne Zeiten und rund sogar um unsere schnellste Rennrunde. Also 14.000stel waren jetzt nicht gerade das Nonplusultra. Wir fahren da schon schöne Zeiten und vor allem fahren wir. Und hier, schau mal den Abstand an. Der ist wirklich wieder weniger geworden, weil Bottas da auf Vettel aufgeholt hat und der natürlich ein bisschen unter Druck ist und die jetzt ein bisschen fighten. Wir können auch aufholen und vielleicht uns den zweiten oder sogar den ersten Platz holen. Ich meine, ist jetzt natürlich weit hergeholt. Wir fahren natürlich auf 95 meist und jeder Fehler wird hier stark bestraft. Weil wenn wir jetzt einen Fehler machen, wäre Kimi auch sofort dran und würde uns natürlich probieren zu überholen und uns vielleicht sogar überholen. Also ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan, da aufzuholen, aber wir holen da auch ziemlich auf. Ihr merkt es auch, unten fahren wir fett und sogar manchmal überholen, um nur aufzuholen. Ja, natürlich wäre das Rennen regulär gelaufen, hätten wir vielleicht sogar um den Sieg fahren können, weil hätten wir den Start, also hätte ich manchmal, aber hätten wir den Start da ein bisschen besser hinbekommen und wären da einfach regulär an Kimi vor, also hätten wir, nein, verwandeln wir das anders. Wären wir einfach vorbeigekommen in der ersten Kurve, ohne zu kollidieren und dann Vettel uns nochmal abzuschießen. Also ich meine, den einen Punkt gibt es sowieso nicht, aber wie gesagt, hätten vielleicht sogar, ja, wir hätten ja dann Vettel eigentlich überholt. Die Kurve darunter und wären dann Erster gewesen, hätten dann das managen müssen. Hätten auch eine Chance gehabt, weil wir holen ja auch hier auf. Und da oben seht es wieder, und da unten links seht es wieder, die kämpfen. Bottas ist jetzt erst, nein, erst wird es wieder überholt worden. Wir holen uns jetzt Leader und jetzt geht die Runde, jetzt geht die Jagd zur schnellsten Rennrunde los hier. In Sakhir. Ihr könnt uns gerne auf Twitter folgen und natürlich auch gerne, wie vorhin schon gesehen, auf Snapchat Tobster-2605 oder ITU-Gaming auf Twitter. Und jetzt geht die Rundenjagd und auch die Jagd ein bisschen hier auf die schnellste Rennrunde los, weil ich dachte mir so, wenn wir schon nicht schaffen, die ersten zum Einholen, wäre es dann wenigstens schön, hier nochmal einen Abschluss zu haben, also wie Vettel eigentlich immer, die schnellste Rennrunde nochmal rauszuhauen. Und vielleicht gibt es da auch sowas wie einen Fastest Lap Award, also wie das DHL so austrägt. Und hier mal die Kurve schön mitgenommen, wirklich hier auf wunderbarer Pace technisch, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ihr seht unten im Sektor, hier gab es einen echt extrem krassen Unfall, aber schauen wir uns noch mal kurz an, ob das was wird mit der schönsten Runde. Und es wird nichts, nein, leider nicht. Wir haben die Final Lap Leute. Und da unten ist, also in Sektor 3, ist noch immer noch, also es ist noch Sektor 2, ist noch immer noch gelb. Ja, Kimi hat es auch aufgegeben, uns anzugreifen. Tut sich da eher mit dem vierten Platz begnügen. Und Lewis Hamilton ist es im Rennen. Was für eine Überraschung. Vor uns habt ihr es gesehen, gerade Bottas und Vettel sind da echt nah beieinander. Wir ein, zwei Runden vielleicht noch und wir hätten da richtig aufgeholt. Und noch Grosjean ist aus dem Rennen. Was ist da bloß passiert, schauen wir es uns nur an. Ja, hier ist noch alles in Ordnung. Hamilton noch wirklich mega weit hinten. Ich glaube, der hatte ein paar Probleme. Hat auch Jeff gesagt, hier Sainz überholt ihn noch. Er kommt ein bisschen in Trouble und dann dreht ihn Magnussen einfach weg. Und ja, hier haben wir nachher Grosjean. Und Grosjean sieht ihn zu spät und fährt ihn da mitten hinten rein und reißt ihn da seine Achsen raus. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, und dann war es für beide vorbei. Die haben aber das wirklich schnell weggeräumt, weil, wenn wir jetzt nachher gleich sehen, steht da niemand mehr. Und wir, glaube ich, können uns schon mal, leichter Quersteher. Wir können uns schon mal mit dem dritten Platz begnügen und natürlich auch freuen darüber, weil es sind immerhin, wie gesagt, 18 Punkte, die es hier einzusammeln gibt oder die wir einsammeln. Und es ist
wir wissen, unser Auto ist siegfähig auf jeden Fall. Und hier schauen wir mal, hier ist nichts mehr. Sie haben alles weggeräumt, außer links ein paar Teile. Und hier links oben war noch ein Reifenstück. Ich denke mal, das war vielleicht pro Chance. Aber wir, Leute, wir kommen ins Ziel. Wir kommen aufs Punkt. Punkte, obwohl wir wirklich verschissen haben, dann viel Pech hatten und ja, echt extremes Glück hatten, dann so eine gute Chance wahrzunehmen. Vettel holt hier den Win, er ist der Winner und wir sind eigentlich Glückspilze, dass wir das ins Ziel retten konnten. Wir sind Dritter geworden und somit holen wir uns die 18 Punkte vor Ricardo, kann man sagen, ja. Und hier haben wir natürlich den Kommandostand von Ferrari. Vettel gewinnt. Kimi leider nur Vierter. Muss man auch dazu sagen. Und dazwischen noch Hamilton. Bruh. Natürlich dazwischen noch Meter auf uns. Aber das wird er wieder aufholen. Ich bin mir sicher. Er wird wieder meisterlich zurückkommen. Und sich da zurückkämpfen. Aber hier sagen wir mal uns die heutige... Das heutige Podium an. Wir sind Dritter geworden. Wir bekommen das kleinste Stückchen, aber wirklich die größte Leistung heute von uns. Vettel vor Bottas und dann kommen wir. Wir holen noch ein bisschen den Konstrukteurs-WM auf, weil der Mercedes eine Nullnummer hatte. Und unser Drive of the Day ist Carlos Sainz. Wir schauen uns gleich an, warum er der Drive of the Day wurde. Jo, ich bin wirklich mega stolz. Wir hatten ein extrem gutes Wochenende. Bis natürlich der Unfall passiert ist, aber auch den haben wir gut gemeistert und konnten da wirklich gut aufholen. Wir sind Dritter geworden, dahinter Kimi und unser Teamkollege holt einen Punkt, den einzigen, den es noch zu holen gibt. Und in der WM sind wir jetzt 4 Punkte, genauso wie Valtteri Bottas hinter Sebastian Vettel. Jo, was gibt es noch viel zu sagen? Ausfälle sind natürlich Hamilton und auch Grosjean. Und die Konstrukteure sind wir 24 Punkte hinter Ferrari und Mercedes, also auf 3, haben da ein paar Meter verloren, also ein Sieg circa sind wir hinten. Aber schauen wir uns die Fans an, haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Sie sind sicher froh, auf dem Siegertreppchen zu stehen. Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Klasse, vielen das Dank, war dann ja. Alles. Dankeschön. Bei Bottas. Also, das Format gefällt, unser Kanal gefällt, unser Content gefällt und vor allem nächste Woche, Leute, ist der 9.4. und da kommt endlich wieder. Champions League Time ist dann wieder da. Und es kommt ein neues Format, was ein bisschen mit Rennsport zu tun, aber auch ein bisschen mit Fun. Aber so viel dazu erstmal in ein paar Tagen. Wir haben noch keinen zweiten Rivalen. Wir haben natürlich ein bisschen hier Ocon geroastet. 50, 50, 100 und es gibt ein paar Ressourcenpünktchen. Sag, hier Rennen haben wir abgeschlossen. Und Veteranen gibt es auch ein paar Aufstieg. Wir können hier noch nicht unseren ersten Platz aushandeln. Es gibt, wir brauchen hier noch ein bisschen was im Hintergrund. Falls ich euch sagen will, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde es wirklich mega freuen. Das Format ist eine extrem harte und viele Arbeit. Also, ihr könnt es auch gerne mit einem Daumen nach oben zeigen oder mit einem netten Kommentar. Und natürlich könnt ihr auch gerne das Video teilen. Und Glocke aktivieren, ihr könnt gerne viel machen. Aber heute war es mal, ihr könnt auch gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbeischauen. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Links wie immer alle unten in der Beschreibung. Getriebe und so weiter ist noch da. Bis zum nächsten Mal und ciao.